Willkommen zurück hier bei The Witcher 3 Wild Hunt und wir fahren hier an Ort und Stelle fort mit unserem Kriminalauftrag, in dem es darum geht, Priscillas wie sollte man sagen, also Mörder kann man ja nicht sagen, aber zumindest versuchen wir einen Mörder zu fassen, der ziemlich kranke Sachen hier macht. Und mittlerweile ist sogar auch der Patch angekommen. Und ich will eigentlich gerade gar nicht so viel sprechen, aber ich finde das so schön, wie der hier spielt. Auf jeden Fall hat sich einiges verändert, was das Menü angeht. Wir haben eine Kiste zum Lagern von Sachen und die Steuerung ist überarbeitet worden. Ich habe tatsächlich auch schon den alternativen Steuerungsmodus aktiv. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich keinen Unterschied merken. Ich wahrscheinlich schon. Sollte sich das irgendwie störend auswirken, werde ich es natürlich wieder ändern. Ja, dann würde ich aber auch sagen, gucken wir an den Ort, wo der Schnitzer überfallen worden ist, beziehungsweise gestorben ist. Denn der ist tatsächlich ja auch vom Mörder erfasst worden. Und ich bin mal gespannt, wer hier der Handlanger ist. Hey Hexer, der Leichenbeschauer will dich sehen. Noch ein Opfer. Ich soll dir sagen, dass die Vordertür für dich offen ist. Du sollst kommen, so schnell du kannst. Das ging aber schnell. So, okay, wir sollen mit dem Leichenbeschauer, das mache ich jetzt als erstes, weil das eine optionale Quest ist. Den Ort vom Schnitzer können wir immer noch untersuchen. Vermutlich. Ja, ich bin mal gespannt, was der uns jetzt mitzuteilen hat, weil ich weiß nicht, ob es direkt ein neues Opfer gab. Und hoffentlich kenne ich das Opfer nicht, das wäre eigentlich noch schlimmer. Aber wir werden es mal sehen jetzt. Aber ich finde das sehr, sehr cool hier in der Spiel integriert, muss ich wirklich sagen. Ja, good dog. Geralt, nicht? Gut, dass du hier bist. Ich habe mit der Autopsie auf dich gewartet. Nett von dir. Von meinem letzten Besuch warst du ja nicht begeistert. Weil du unangekündigt und in unpassender Gesellschaft aufgetaucht bist. Außerdem war Hochwürden Nathaniel im Anmarsch. Unser Geistlicher hat die Stadt in einer wichtigen Angelegenheit verlassen. Und ich weiß, wer du bist und was dich antreibt. Ich helfe sehr gerne bei deinen Nachforschungen. Okay. Übrigens, du und von Graz mögt euch nicht besonders. Wie kommt das? Ich habe dafür gesorgt, dass er ins Gefängnis kam. Weißt du, Joachim hat die Studentenproteste von 1242 angeführt. Eine sinnlose, brutale Revolte. Es sind Leute gestorben, Hexer. Wer Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ablehnte, lag morgens im Rinnstein. Die Kehle mit klinischer Präzision aufgeschlitzt. Joachim war mein Lieblingsstudent, aber ich musste doch etwas unternehmen. Also zeigte ich ihn an. Dann verließ ich die Universität und nahm die Stelle in der Leichenhalle an. Dort kümmert meine Vergangenheit keinen. Joachim hingegen, die Ironie des Schicksals. Jahre später wurde er Leiter der Station, die ich gegründet hatte. Okay. Das erklärt den Zwist zwischen den beiden und ich traue Joachim tatsächlich auch nicht sehr. Wie alt ist von Graz? 50? 60? 53, glaube ich. Warum fragst du? Du siehst reichlich jung aus, um sein Lehrer gewesen zu sein. Kein Wunder. Ich lebe seit Jahren im Kalten und Dunklen und atme Balsamierungsdämpfer ein. Die Arbeit mit Leichen verlängert das Leben. Amüsant, nicht? Irgendwie nicht. Und ich glaube ihm auch irgendwie nicht. Wer ist diesmal das Opfer? Joris Aquinus, ein Theologiedozent an der Universität von Ochsenfurt. Wurde heute früh in seinem Haus gefunden. Aus seinen Büchern hatte man einen Katafalk gebaut. Waren irgendwelche besonderen Titel dabei? Offenbar handeln alle Bände vom ewigen Feuer. Es sind Traktate, die sich kritisch mit den Glaubensdoktrinen befassen. Ja, Todsünde in Novigrad. Okay. Du magst Nathaniel nicht? Wer mag den schon? Er ist grausam und unberechenbar. Einmal kam er hier reingestürmt, griff sich das Skalpell, das ich gerade sterilisierte, und schnitt mir in den Rücken bis auf den Knochen, weil ich vergessen hatte, den Lagerraum zu versperren. Wow. Es ist nicht leicht, so jemanden zu mögen. Meinst du nicht auch? Kann ich nachvollziehen. Doch, tatsächlich. Fangen wir an. Gerne.
Die Wunden passen zum Vorgehen des Täters. Das Opfer wurde gefesselt und gezwungen, Formaldehyd zu trinken. Dann entfernte der Mörder die Augen, platzierte glühende Kohlen in den Augenhöhlen, öffnete den Brustkorb und... Was ist das denn? Pergament? Aus Menschenhaut. Eine Nachricht des Mörders. Der Name seines nächsten Opfers. Patricia Wegelbuth. Kennst du sie? Ja, ich war sogar schon mal bei ihr. Mit... Ich muss sie finden. Sofort. Nun gut, die Adelige, die damals das Fest veranstaltet hat, um ihren Neffen, Sohn, nee, wer war das? Ich glaube ihr Enkel oder so, um den zu retten, auszuführen. Die ist das, die gerade hier auf der Abschlussliste steht. Upsala, ich wollte eigentlich nur die Karte öffnen. Hallo? Wie kann ich denn? Okay, das ist komisch. Ich kann momentan nicht mit dieser alternativen Steuerung die Karte öffnen. Ah, wieso das denn nicht? Schweine haben die Maul- und Klauenseuche. Das muss ein Fluch sein. Was in der Taverne passiert ist? Wie öffne ich denn dann hier die Karte jetzt? Ah, so, okay, interessant. Gut, jetzt schauen wir mal. Hier muss doch irgendwo ein Schnellreisepunkt in der Nähe sein. Und dann gucken wir, dass wir Patricia gerettet kriegen. So. Hui. Aber der Mörder hat schon bestimmte Ziele. Also es ist, ich vermute tatsächlich da doch einen tieferen Sinn hinter. Ich glaube nicht, dass er wahllos tötet. Und was halt auch sehr interessant ist, dass er uns einen Zettel mit dem Hinweis hinterlässt, in dem er ankündigt, wen er als nächstes töten möchte. Das heißt, es könnte sich hierbei um eine Falle handeln. Also er ist eigentlich immer einen Schritt voraus. So, ich speichere ganz kurz, wenn das Spiel das denn jetzt mal zulässt. Okay. So, die ist eigentlich ja gut bewacht, möchte man meinen. Hallo? Geh mal rein, bitte. Was willst du? Ich will Patricia Wegelbuth sprechen. Du glaubst wohl, jeder der hergelaufene Strauch könnte. Sie ist in Lebensgefahr. Lass mich rein, sonst hast du ihr Blut an den Händen. Wenn du dir das nur ausgedacht hast, schmeißen sie meinen Hintern hochkant raus. Und ich dachte, eine Wache sollte ihre Schützlinge beschützen, nicht ihren Hintern. Na schön. Ich bringe dich zu Herrin Wegelbuth. Aber keine Tricks, klar? Huch. Okay, wir gehen durch Wände. Auch okay. Oh, Geralt, das ist ja eine schöne Überraschung. Gar nicht schön. Ich muss deine Mutter sprechen. Ihr Leben ist in Gefahr. In Gefahr? Mach keine Witze. Ich habe Mutter heute Morgen gesehen. Sie war traurig, aber bei bester Gesundheit. Keine Zeit für Erklärungen. Vertrau mir, bitte. Das ist doch alles kaum zu glauben. Aber es scheint dir ernst zu sein. Bitte folge mir. Ein ideales Feuer für Bellatine. Ist nur die falsche Jahreszeit. Ich sagte ja, dass Mutter mir traurig vorkommt. Weißt du noch? Tatsächlich steckt sie mitten in einer Glaubenskrise. Jetzt komm! Einer schweren. Wir waren in Novigrad. Da hat Mutter die Scheiterhaufen auf dem Platz des Hierarchen gesehen. Sie hat auf dem Heimweg kein einziges Wort gesprochen. Sie brachte alle heiligen Bücher, Insignien und Reliquien nach draußen und verbrannte sie. Dann hat sie sich eingeschlossen. Wir müssen uns beeilen. Aber Zeit für ein Schwätzchen scheint ja noch zu sein. Ah, hält sich alles noch im Rahmen? Hörst du? Still und ruhig. Scheint alles in Ordnung zu sein. Nee, wir sollten reingehen. Zur Sicherheit. Du bist hartnäckig, nicht? Gut. Aber warte hier bitte. Mutter ist sicher nicht in der Stimmung für Gäste. Oh Gott, ich glaube, wir sind zu spät. Er ist zur anderen Tür raus! Schnapp ihn! Oh Gott, was hat er mit der armen Dame gemacht? So, du kommst mir nicht davon, Freundchen. Ah, ich häng fest. Vielleicht kommst du mir doch davon. Ah, verdammte, wer hat denn hier so einen blöden Zaun gebaut? Ja, Hunde. Oh, ohne Witz jetzt.
So, hier, den und den und zack und weg seid ihr. So, ist ja nicht so, als müsste ich einen Mörder verfolgen. Der Mörder ist noch hier. Huch, da hat er noch eine Waffe. Was? Ich bin doch nicht der Mörder. Ihr seid doch echt alle verkloppt, seid ihr. Ich will euch nicht töten. Hallo? Oh. Aua. Aua. Und wieso? Hörst du jetzt mal auf? Jetzt reicht's mal. Hallo? Okay, da müssen wir ein bisschen anders vorgehen. Ah, komm her. Hallo, ausweichen. Uiuiui. Na, die hauen ganz schön zu. Hui, ganz schön knapp. Aua, aua, aua. Einen Trank trinken. Na, komm her. Das gibt's doch nicht. Ich hab den Schlag eigentlich geblockt. Oh Gott, ich kann so eine Pike anscheinend nicht gut blocken. Wir gehen hier durch. Hui. Ein bisschen Abstand gewinnen. Ja, kommt her, Freunde. Nicht du mit der Pike, sondern irgendjemand, der vielleicht besiegbar ist. Okay, die Wache steht da vorne rum. Ja, vielleicht können wir hier ein bisschen mit der Welle arbeiten. Ah, wieso? Wie kann der mich blocken? Das ist der Wahnsinn. Ich habe eigentlich geblockt. Ja genau, komm du mal her, dann können wir aber schon mal einen ausschalten. Ah! Oder auch nicht. Das gibt es nicht. Wofür drücke ich blocken? Verdammt nochmal. Ja, deine Mama, ne? Und so. Jetzt komm mal her hier. Ah klar! Da kriege ich mal einen Block hin, eine Parade, wunderbar. Und dann kommt hier der andere bewusst, zack und... gar nicht cool. Alles klar. Also der mit der Pike ist echt ein bisschen... Das gibt es doch nicht. Ich schlag den und das interessiert ihn nicht. Das interessiert ihn einfach nicht, dass ich ihn schlage. Der mit der Pike ist ziemlich, ziemlich mies. Das gibt es doch nicht. Ich glaube, ich hatte hier gar keine Chance. Also der mit der Pike hätte mich so oder so platt gemacht. Halt! Sonst kriegst du einen Bolzen zwischen die Augen. Hör mal, ich bin der Falsche. Spar dir die Mädchen! Ich bring dich jetzt zur Erbin. Na schön. Der Mörder ist ohnehin weg. Zeig den Weg, du Held. Wir haben ihn, Herrin Ingrid. War nicht einfach. Nimm die Armbrust weg, bevor du dir wehtust. Der Mann ist unschuldig. Vergib mir. Ich sah ihn rennen. Ich hielt ihn für den Mörder auf der Flucht. Hinter dem war ich her. Ich hätte ihn auch gekriegt, wenn du mir nicht reingepfuscht hättest. Geh mir aus den Augen! Sofort! Mutter, warum hat er ihr das angetan? Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es ist zu früh, um Schlüsse zu ziehen. Richtig. Ingrid, ich weiß, dass es hart für dich ist, aber... Der Mörder hat bisher immer einen Hinweis zum nächsten Opfer bei den Leichen gelassen. Darf ich?
Na schön, aber ich lasse dich mit ihr alleine. Ich will sie so nicht sehen. Ich will mich nicht so an sie erinnern. Und sorge dafür, dass sie das letzte Opfer ist. Bitte! Blutergüsse, abgerissene Fingernägel. Sie hat sich verteidigt. Darum hat es wohl länger gedauert. Und er wäre fast geschnappt worden. Da haben wir es. Süße Nettie bei Krüppel Kati. Er wird dreister. Nicht nur ein Name, sondern auch eine Adresse. Diesmal kommt er nicht davon. Dieselben Wunden wie die anderen Opfer. Eine Untersuchung wäre Zeitverschwendung. Ich muss zur Krüppel-Kati. Schnell. Noch eine leere Formaldehydflasche. Ja. Und er scheint ja im Auftrag des Heiligen Feuers zu handeln. Wegen diesen Predigten, die er überall hinterlässt. Nun gut, wir machen uns direkt auf den Weg zur Krüppel-Kati. Und mir stellt sich die Frage, wenn wir die Schlacht gewonnen hätten gegen die Wachen, hätten wir den dann weiterverfolgen dürfen? Und davon abgesehen hat mich das ganz schön viel Leben gekostet und Tränke. Ich werde jetzt mal ganz kurz versuchen, oh Gott, da werde ich mich so schnell nicht dran gewöhnen, ganz schnell versuchen, meine Tränke aufzufüllen. Ja, hat funktioniert und ich scheine nichts verpasst zu haben bis jetzt. Das ist gut. Hui! Dieses Anwesen so schön gemacht. Könnte ich mir auch vorstellen zu leben. Hier bei den Wackelbäumen. So, einmal mit der Schnellreise. Ich habe niemanden in der Stadt. Ja, bin doch schon unterwegs. So, also wieder zurück nach Novigrad. Wo sind wir da am schnellsten? Ich vermute vom Platz aus, oder? Das müsste doch am nächsten sein. Aber vor allem, wie kam der Mörder unerkannt in das Haus, um die Frau Wegelbut zu töten? Ein Kunde mit Verstand. Er scheint Connections zu haben, also ich glaube nicht, dass er dort einfach einsteigen konnte. Vor allem, was will er jetzt bei der Krüppel-Kati? Weil wie wir wissen, ist die Krüppel-Kati eigentlich ein Bordell. Naja gut, wir werden es gleich wissen. Halt, war die nicht hier, die Krüppel-Kati? Okay, anscheinend doch hier. Ich muss schon da rein. Die süße Nettie, wo ist sie? Oben, aber sie hat einen sehr wichtigen Kunden. Nicht stören. Ich glaube, darum geht es. Du hast die Wahl. Komm jetzt hoch. Okay, hier nicht. Ich würde doch die Treppe nehmen. Fantastische Vorstellung. Ich habe gerade leider keine Zeit für deine Vorstellung. Wo ist denn jetzt die Gude? Geht's hier noch weiter hoch? Schlangenauge. Hast du auch eine Schlangenzunge? Ich habe alles, was du willst, nur nicht gerade jetzt. Niemand wird dich hören, Schlampe. Keine Seele. Aber dich. Dich wird gleich die ganze Stadt hören. Und schon wieder störst du mich, wo ich das doch so verabscheue. Eigentlich will ich mit der süßen Nettie spielen. Danach ist sie nicht mehr so süß. Aber ich kann auch mit dir anfangen. Was denn? Kein Vorspiel? Kein Formaldehyd? Keine Kohlen in den Augenhöhlen? Wovon sprichst du, verdammt? Von Mord. An Fabian Meyer, Patricia Wegelbuth und zahlreichen anderen. Schwachsinn! Du hast dich geirrt, Streuner! Ich habe eine Nachricht bei Patrizias Leiche gefunden. Die hat mich hierher geführt. Zu Krüppel Kati und der süßen Nettie. Wenn du sie nicht hinterlassen hast, wer dann? Weiß ich nicht.
Aber ich sehe, dass wir reden müssen. In Ruhe. Wer wusste, dass du hier sein würdest? Ich hänge diese Ausflüge nicht an die große Glocke. Stell dir vor, es gibt nur einen Mann, der... Aber das ist doch nicht möglich. Er fasst doch sogar Leichen mit Samthandschuhen an. Der Leichenbeschauer. Er hat gesagt, du wärst beschäftigt. Dass du nicht in die Leichenhalle kommst. Ich muss ihm nach. Geh, aber zum Lagerhaus 12 bei den Docks. Da ist er um diese Tageszeit. Material beschaffen. Formaldehyd. Ich bleibe hier. Ich habe mit der süßen Nettie noch eine Rechnung offen. Schließlich habe ich im Voraus bezahlt. Nee. Das lässt du mal bitte bleiben. Du wirst sie losbinden, deine Börse auf den Tisch legen, verschwinden und niemals zurückkommen. Ja, mach ich. Guter Junge. Sehr gut. Ich liebe diese Fähigkeit. So, die Börse auf den Tisch legen. Hast du das schon getan? Kann ich die mitnehmen? Oder soll ich das der süßen Nettie lassen? Okay. Aber es ist tatsächlich der Leichenbeschauer, oder was? Weil, das war jetzt eine Finte. Wir hätten den töten sollen im Auftrag von dem Leichenbeschauer. Also der hätte das gerne gesehen, dass wir... Sag mal, ich finde hier nie wieder raus, dass wir den in seinem Namen töten. Also, dass wir gedacht hätten, der wäre der Mörder und so. Aber dem ist natürlich nicht so. Und es ist jetzt vermutlich der Leichenbeschauer. Und gut, dass wir so nachgefragt haben. Ich war nämlich schon sehr versucht, stark dagegen zu lenken. Gegen die Situation. Und dem einer zu verbrüllen. Aber dann hätten wir nie erfahren, was hier wirklich Sache ist. Und jetzt bin ich mal gespannt, was der Leichenbeschauer zu sagen hat. Und vor allen Dingen, wie er so schnell von seinem Leichending zieht zur... Frau Wiegelboot kam und so. Ich bin hier. Wunderbar. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Ich brauch noch einen Moment. Na schön. Aber. Ja, ist ja gut, Hattori. Ich helfe dir auch irgendwann, aber gerade kann ich noch nicht. Ich muss gerade noch einen Mörder aufhalten. Bewaffnete Grobiane in der Stadt. Ein Skandal. Ja. Ach, der redet von mir. Ja, geht schon. Na, ist das Formaldehyd alle? Ich hab dich unterschätzt. Fast hättest du mich auf frischer Tat erwischt. Dann hast du meinen kleinen Trick mit Nathaniel durchschaut. Aber alles weißt du nicht. Sonst hättest du das Silberschwert gezogen. Wer? Was bist du? Ein Vampir. Ein Höherer natürlich. Deswegen ist er so jung geblieben. Hast du einen Grund zum Töten und zum Foltern? Ich dachte, darauf kämst du auch. Die Symbolik ist doch offensichtlich. Kohle für die, die blind für das Feuer sind. Das feuergeborene Ei des Salamanders ersetzt das kalte, ketzerische Herz. Feuer für die Kehle, die... Ja, die Symbolik ist klar. Aber warum tötet ein höherer Vampir im Namen des ewigen Feuers? Das ist doch ebenso offensichtlich. Ich teile die Diagnose der Kirche. Novigrad ist eine gefallene Stadt. Die Bewohner haben die grundlegendsten Konzepte von Moral und Anstand vergessen. Ich erinnere sie daran. Auf eine Art, die zuverlässig wahrgenommen wird. Du bist doch krank. Es hätte auch andere Möglichkeiten gegeben. Du hättest dich auf dem Platz des Hierarchen auf eine Kiste stellen und predigen können. Wie witzig. Das habe ich tatsächlich getan. Aber es hat niemand zugehört. Stattdessen haben sie gelacht und Steine geworfen. Denk an meine Opfer. Ein Schnitzer, der sein letztes Geld mit Huren durchbringt. Eine alte Gräfin, die die Symbole des Glaubens entweiht. Eine Bardin, der nichts heilig ist und die alles lächerlich macht. Sie haben nicht verdient zu leben. Und im Tod konnten sie anderen eine Lehre sein. Sie aufwecken und auf den rechten Pfad zurückscheuchen. Den des Feuers, der Reinigung und der Erlösung. Für dich ist es zu spät, fürchte ich. Du bist ein Mann von schwachem Glauben. Das kann ich spüren. Mhm. Aber mit dem Schwert bin ich nicht schlecht. Richtig, und jetzt kriegst du das, was du verdient hast.
Okay, ganz kurz muss ich mich noch unbedingt an das Menü gewöhnen. Wir gucken kurz ins Glossar, denn ich möchte dafür auf jeden Fall gewappnet sein, denn ein Vampir in dem Fall ist, glaube ich, nicht so leicht zu besiegen. Wo ist der denn? Ah, da, Vampire. Höhere Vampire, in dem Fall besiegbar mit Vampiröl. Habe ich sowas? Wäre schön, wenn ich sowas habe. Ich glaube, sowas habe ich noch nicht, ne? Nekrophagenöl, Verfluchtenöl, Geisteröl, nein, ich habe noch kein Vampiröl. Wahrscheinlich fehlen mir auch Zutaten dafür. Okay, ich habe tatsächlich noch keinerlei Vampiröl. Ich habe nicht mal das Rezept dazu. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Nur gut. Dann machen wir ihn ohne platt. Wo ist er? Wow! So! Du hässlicher Gefährte. Alter, du bist ja richtig ein Hässloch. Oh, ich wollte die Tür nicht öffnen. Dafür das, was er Priscilla angetan hat. Wow. Na, der hat uns ganz schön an der Nase rumgeführt. So, dann ab zu Rittersporn. Die ganze Sache mal aufklären. Warte mal, kann man hier noch irgendwas Tolles mitnehmen? Hat der vielleicht hier noch mehr schöne Sachen gehabt? Nein. Aber jetzt würde mich interessieren, woher ich ein Vampirenöl kriegen würde. Aber zum Glück war der doch besiegbar. Also er war jetzt nicht außergewöhnlich. So. Ups. Guck, ich glaube, mit Schnellreise sind wir da tatsächlich schneller. Genau. Oder? Oh, wie schön wird das angezeigt wird. Ach, da oben. Interessant. Benimm dich, Hexer. Ja, aber klar, wenn er Vampir ist, konnte er verdammt schnell dort sein. Und, ja, wir hätten eigentlich drauf kommen können, dass er ein Vampir ist. Das ist uns komplett entgangen. Aber ich wollte keine voreiligen Schlüsse ziehen. Nun gut. Es ist, wie es ist. Priscilla lebt zum Glück noch. Ich hoffe, dass der Arzt das Nötige tun kann, konnte, um ihr zu helfen. Wir werden es erfahren. Huch. Das hier, wer stellt denn sich sowas in die Wohnung? Okay, aber ich bin hier auf jeden Fall falsch. Glaube ich, oder? Nee, bin ich nicht. Ach, das ist. Ist das hier das Krankenhaus? Ja, klingt so. Faszinierend. Wie ich diese Treppen nie sehe, das spiegelt auch gerade ein wenig. Diese Treppen sind echt fies eingebaut. Ich werde mich daran gewöhnen müssen. Wie geht es besser? Stimmt's? Ja. Ja. Hast du getan, worum ich dich bat? Ja, auf Hexerart. Danke, Geralt. Von mir und Priscilla. Ich habe meinen Teil getan. Jetzt bist du dran. Kümmere dich gut um sie. Das werde ich. Du wirst sehen. Ich kümmere mich besser um sie, als es die Dryaden im Brukilon täten. Sie spricht wieder. Schöne Neuigkeit. Ja, nicht wahr? Professor von Graz hat mir gesagt, dass ihre Wunden schneller heilen als Trollwunden. Nicht sehr schmeichelhaft, aber doch ermutigend. Vielleicht singt sie sogar eines Tages wieder. Fürs Erste treten wir als Duo auf. Sie spielt Laute, ich singe.
Ritter Sporn und Kalonetta. Klingt doch toll, oder? Wunderbar. Alles Gute, Ritter Sporn. Auf der Bühne und auch sonst. Schön. Somit konnten wir hier helfen. Ja, Geralt? Ich habe den Mörder gefunden und getötet. Es war Hubert. Du hattest recht, ihm nicht zu trauen. Er war ein höherer Vampir. Ich dachte, in Novigrad könnte mich nichts überraschen. Ich habe mich wohl geirrt. Gründlich. Danke, Geralt. Wärst du nicht gewesen, hätte das nie aufgehört. Ja, und tatsächlich habe ich ihn am Anfang verdächtigt. Hubert hat mir von deiner Vergangenheit erzählt. Noch lebendiger, als ich gedacht hätte. Ich habe keine Zeit für Rätsel, Geralt. Spuck's aus oder geh. Stimmt es, dass die Aufstände in der Universität Leben gekostet haben? Dass Leute für deine Sache gestorben sind? Ich war jung und dumm. Ich dachte, eine bessere Zukunft wäre jeden Preis wert. Auch ein oder zwei Menschenleben. Aber das sind Sünden der Vergangenheit, für die ich gebüßt habe. Warum ist die Universität in Ochsenfurt geschlossen? Weil es Radovid so gefällt. Hast du die Geschichte nicht gehört? Der Rektor wollte ihm einen Ehrendoktortitel verleihen. Die Fakultät war dagegen. Radovid erschien dennoch zur Zeremonie, legte eine Robe an, nahm seine Urkunde entgegen und als es vorüber war, warf er die Dekane und den Senat in den Kerker, damit sie keinen Rabatz machen. Ich war seitdem im Wilmerius-Hospital. Vielleicht ist es das Beste. Ich bin mit dem Skalpell einfach besser als am Rednerpult. Mhm. Chani? Woher kenne ich jetzt Chani? Ich kenne noch eine Chirurgin von der Ochsenfurt Akademie. Sie heißt Chani. Kennst du sie? Kurze rote Haare, Sommersprossen. Und hoffnungslos idealistisch. Natürlich kenne ich sie. Sie war ein Jahr lang meine Assistentin. Weißt du, wo sie jetzt ist? Meine Leute sagen, sie würde irgendwo an der Front Pikiniere zusammenflicken. Ich habe ihr gesagt, dass es zwecklos ist. In der Zeit, in der sie 100 rettet, sind 1000 weitere gestorben. Aber mit überzeugten Ärzten kann man nicht diskutieren. Nun gut. Leb wohl. Aber interessant, wir haben tatsächlich unsere Fähigkeiten gegenüber oder unser Wissen gegenüber Vampiren tatsächlich verstärken können. Indem wir jetzt auch wissen, dass Vampire aussehen können wie Menschen. Ich meine, ganz klar, in der ursprünglichen Mythologie kennt man das, aber hier beim Witcher ist mir das komplett neu. Und auch sehr, sehr interessant. Na gut, ich werde hier einen kurzen Schnitt setzen, weil man vielleicht im Hintergrund auch die Bohrgeräusche hört. Das stört doch sehr. Deswegen würde ich sagen, bis gleich oder bis zum nächsten Mal. Tschüss.